Laura und Patty sind wieder am Start und wir haben heute den Pandemie-Hit, kann man sagen. Ja. Das ist nämlich Animal Crossing. New Horizons, genau. New Horizons auf der Nintendo Switch. Bei uns auf dem Emulator Yuzu. Hm? Richtig. Sehr schön. Voll gut. Der Emulator ist ganz gut, der unterstützt noch nicht so viele Spiele, aber er wird permanent besser einfach. Also und das Spiel wurde schon relativ früh unterstützt und das scheint zu laufen. Ich kenne es ja gar nicht, ich habe nur irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass es so ein Pandemie-Hit war, aber worum geht's denn da? Was muss man denn da tun? Also, was muss man da tun? Ich glaube, was man tun muss, ist eigentlich relativ klar, aber es gibt Leute, die nicht so ganz verstehen, worin der Reiz liegt. Also es ist, ich weiß nicht, ob man es als Aufbauspiel bezeichnen kann, schon. Also wir sind hier jetzt gerade quasi an einem Flughafen und fliegen auf eine einsame Insel. Mhm. Diese Insel ist komplett unbewohnt und wir müssen uns quasi darum kümmern, diese Insel in gewisser Weise aufzubauen. Heißt, erstmal ein bisschen Unkraut jäten, ein bisschen Zeug wegräumen und ja, also man kann die Insel hinterher nach seinem Belieben auch gestalten mit Terraforming und so weiter, aber so weit werden wir jetzt nicht kommen. Wir spielen sie halt einfach mal an und es ist halt einfach so, wir müssen quasi die Insel so ein bisschen bewohnbar machen. Dann kommen auch neue Leute quasi auf die Insel, neue Bewohner. Die neuen Leute kommen, die macht man nicht, sondern die kommen von außen. Her. Okay. Genau, die erstellt man nicht. Wer weiß, was man da noch, ne, wenn die einsame Insel ist, man ist abgeschnitten, hätte ja auch sein können, dass man für Bevölkerungsnachschub sorgen muss oder sowas. Ja, also. Bei dem man dann, weißt du, also ja, genau, aber es gibt insgesamt, glaube ich, 10 Tiere, die dann quasi da auf deine Insel kommen können. Und die dann quasi deine Nachbarinnen sind. Und oh, alles klar, ich bin gespannt. Hört sich ja ganz niedlich an. Mm, ich lasse es jetzt einfach mal durchlaufen. Ja. Das geht einfach mit einem Durchlauferhitzer. Richtig. Oh Gott. Schmeiß mal an. Genau. Auch schön Nepp und Schlepp. Ja. Das ist natürlich auch geil. Nepper, Schlepper, genau. Bauernfänger. Richtig. Immer, ja. So. Ich gebe uns jetzt mal einen schicken Namen. Lodi. Ja. Ja. Lodi. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ich weiß gerade nicht, wo das Plus ist. Das sind wir die Naughty Lodis. Richtig. Wir sind am 1.1. geboren, ganz klassisch. Ja, Sternzeichen Steinbock. Richtig. Ich bin Löwe, du bist Krebs. Richtig. Im echten Leben. Im echten Leben nicht. Außerhalb von Animal Crossing. Ja, ja. Richtig. Und was hier jetzt neu ist, also das ist auch ganz cool. Du kannst quasi einmal auch dein Geschlecht auswählen. Du kannst es auch immer wieder ändern. Nimm ruhig, weil du ja spielst. Nimm ruhig Mädel. Ist doch dann, passt. Macht ja Sinn, ne? Ja. Oh, guck mal, wie niedlich. Süß, ne? Ja, ja, die kannst du dann auch immer mal wieder verändern und nach Belieben erstellen. Das ist so die Frisur, die ich gerne nehme. Ich finde die auch super, die Frisur. Und weil du rote Haare ja so gerne magst. Ja. Mach ich da mal. Das ist immer das. Ich hatte noch nie eine rothaarige Freundin. Und das, was man noch nie hatte, will man natürlich immer haben. Und deswegen muss ich irgendwie sagen, dass mir rothaarige Mädels immer gefallen. Das ist so bescheuert. Das ist ein so ganz merkwürdiger Effekt, dass man Mädels, die man eigentlich vielleicht mit einer anderen Haarfarbe gar nicht so persönlich hot findet, dass man die, ne, das ist total strange. Ja, aber ich hatte auch eine ganze Zeit lang Fable für rothaarige Jungs und Männer. Wirklich? Ja. Das ist ja interessant. Ja, cool. Bei Frauen ist es jetzt nicht so krass. Du bist ja auch Mann, Frau, das ist ja auch nicht so. Ja, es ist mir eigentlich egal, welches Geschlecht. Cool, das ist ja mehr Auswahl, ne? Genau, also im Grunde schlau. Ja, ja, kann man theoretisch sagen. Nur, du bist ja gerade, muss man ja auch sagen, in einer monogamen, normalen Beziehung und da ist das jetzt erstmal kein Thema und so, deswegen. Aber generell ist das natürlich cool, wenn man da so offen ist, ne? Also ist ja cool. Ja, also jeder wie er oder sie möchte oder wie er oder sie fühlt, ne? Und das ist, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, total, also, total. Natürlich klar, wenn du halt nicht hetero bist, dann hat das deutlich mehr Nachteile irgendwo, weil es halt einfach noch nicht so angekommen ist. Ja, komisch, oder 2021 und es ist immer noch irgendwie so, das ist ja, kann ja eigentlich nicht sein, ne? Aber ja.
ja, Religionen haben halt noch zu viel zu sagen letztendlich. Also Religion, das ist ein Problem, ja, ne? Das stimmt schon, das muss man leider so sagen, dass da viele, es geht eben um Werte, Normen und was wird als normal betrachtet. Ja, Religionen werden auch kaum, ich sag mal, geupdatet. Also die haben ja immer noch die Werte, Moralvorstellungen von vor, ich sag mal, 1000 Jahren. Ich finde das so auch ungefähr super, super spannend, ja. Also ich habe mit einem Kollegen gesprochen in meinem Podcast, da haben wir zum Thema Sexualität und Kirche was aufgenommen. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass er erzählt hat, jetzt labern wir voll, ich halte mich kurz. Ja. Er hat quasi erzählt, wir können uns hier jetzt eine Insel aussuchen, ich nehme jetzt einfach die hier. Sorry, ich habe mich ein bisschen verschluckt. Sorry. Alles gut. Er hat gesagt, okay, ja, auf der, quasi in der Lehrmeinung ist es noch ziemlich, ja, queerfeindlich, LGBTIQ-feindlich. Aber auf der Gemeindeebene ist es oft eben so, dass es eben nicht so ist. Es gibt ja auch... Ah, das ist doch ganz schön dann. Das also doch, ich hatte damals auch einen Pastor, der sich auch sehr gegen quasi queerfeindliche Äußerungen sehr stark positioniert hat. Also ich erinnere mich dann auch... Was ja gut ist, ist doch gut. Ja, gut. Also das war auch... Ja, der hat auch dann eben gesagt, so, wir trauen eben alle Paare... So. Mhm. Ja. Hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen Ärger eingehandelt mit seinen Vorgesetzten, könnte ich mir vorstellen. Oder? Weiß ich gar nicht, müsste ich, wenn... Gut, will ich jetzt nicht unterstellen, aber die Wahrscheinlichkeit ist da, sagen wir mal. Naja, es ist, ich bin halt evangelisch, da ist das nochmal ein bisschen was anderes, ja, da wird das auch anders gehandhabt. Ich war es. Du warst, bist ausgetreten. Ja, natürlich zu spät mit 2009 ist ausgetreten, hätte schon viel, viel früher austreten sollen. Mhm. Jetzt muss ich gerade mal austreten. Ja, ja. Ja, ich habe das nur nicht gemacht, weil mein Opa damals im Kirchenvorstand war im Dorf und ja, ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt in Köln austrete, ob der das nicht doch erfährt irgendwie oder noch irgendeine Mitteilung kriegt. Ich hatte da so ein bisschen Paranoia. Ja, die Loyalitätskonflikte halt auch irgendwie. Genau, ne? Genau. Und, ja, und interessant war auch, dass man, ich bin ja auch so aufgewachsen mit, wie heißt es denn? Konfirmation. Geil, dass ich das vergessen habe, finde ich ehrlich gesagt geil. Ja. Muss ich echt sagen, ich finde es super, dass ich das nicht mehr wusste. Okay. Konfirmation, ich habe das ja alles so mitgemacht, mit Konfirmandenunterricht und alles und so. Und es war, ich war jetzt nie da so drin, aber ich dachte, aber es ist schwer, sich zu lösen trotzdem. Wenn man so, wenn einem irgendwann das Licht aufgeht, dass das alles für mich Humbug ist und Dreck, für mich, diese ganzen Sachen im Großen und Ganzen, also im Kleinen, in der Gemeinde, sind ja nette Leute, die sich in der Kirche engagieren, das meine ich alles gar nicht, sondern wenn man das große Ganze einmal als wirklich Dreck erkennt, dann ist es trotzdem schwer, sich gedanklich zu lösen. Ja, halt die Lehrmeinung irgendwo, ja, und also ich muss sagen, ich fand den Konfirmandenunterricht tatsächlich sehr gut. Viele konnten sich halt in dem Alter nicht drauf einlassen, aber ich habe sehr viel daraus gelernt und ich glaube, das hängt auch immer natürlich sehr davon ab, wer ist quasi Pastor oder Pastorin. Voll, wir hatten einen ganz jungen Pfarrer Christoph Schuster, der ist dann irgendwann, der war, glaube ich, in Darmstadt dann später oder in Marburg auch und der war einfach super. Ein junger Typ, mega offen, wir haben auch gefilmt ganz viel und so. Wow, ja. 1993 war das, 92, 93 und das war toll. Das war, der war wirklich, das war dann mehr so. Ja, so, es war gar nicht so hier Gott und du musst das, sondern wir haben dann Sachen gedreht, es war mehr so auf die Moralsache, so, ja, guckt, dass ihr geile Menschen seid und sowas halt, dass ihr eure Mitmenschen gut behandelt, das war eher solche Sachen. Genau. Und das hat dann Spaß gemacht, also das war dann echt toll. Also ich finde auch so eine Religionszugehörigkeit, die kann auch einfach positiv sein. Genau. Also kann auch Menschen eben Orientierung geben. Und absolut. Ich kann verstehen, warum Leute halt gläubig sind. Das kann ich nachvollziehen. Das steckt ja in den Menschen drin. Ne? Das ist, aber jetzt, gut, jetzt gehen wir nach ein paar Minuten, Laura, was ja auch ein geiles Thema ist, was ja auch ist wichtig drüber zu sprechen, finde ich, und da seine Meinung zu sagen und so. Und jetzt geht's wieder zum Spiel. Also, wir sind jetzt auf der Insel angekommen, ist ja schon eine Menge los. Da hängen die Kirschen an den Bäumen, das alles sieht ja auch total hübsch aus und süß. Ich finde es ja ganz nett. Jetzt kannst du machen, was du willst, es gibt kein Zeitlimit und so. Genau, so in etwa. Schön. Richtig, also jetzt ist quasi so ein kleines Tutorial mit eingebunden, dass du halt eben lernst,
wie du jetzt was zu machen hast. Und das ist aber auch alles sehr... zäh und dauert lange wahrscheinlich. Das dauert schon lange, ja. Es ist halt so ein wirklich... Sag mal, du hast in der Pandemie da schon eine beachtliche Zahl an Spielstunden zusammengesammelt. 600 Stück. 600 Stück. Ja, ich glaube, das ist das Spiel, was ich mit am längsten gespielt habe. Aber ich denke mal, so nach 600 Spielstunden, wenn du die Insel halt komplett so gestaltet hast, wie du es dir vorstellst, dann... machst, also irgendwie, dann ist für mich aber auch so, dass ich sage, okay, dann ist, bin ich auch irgendwo durch. Also dann bin ich fertig. Klar, es gibt immer noch mal wieder Events, also eine bestimmte saisonabhängige Sachen wie Weihnachten, Halloween und so. Da kannst du ja noch mal Items dir eben diesbezüglich holen. Kannst natürlich, wenn du halt richtig ambitioniert bist, auch währenddessen... also deine Insel immer während dieser Seasons oder Saisons natürlich auch nochmal dementsprechend schmücken, wie Herbstschmuck, Sommerschmuck, so dieses, wenn du da Bock hast, das dann immer jedes Jahr nochmal zu machen. Aber für mich, ich war persönlich einfach schon durch, als die Insel fertig war, deshalb habe ich mir dann jetzt mal die Switch von meinem Bruder ausgeliehen und ein neues Spiel gestartet. Weil es einfach... Aber hättest du nicht mit der alten Switch auch... Oder hatte die alle Slots voll und da konntest du nicht mehr neu speichern? Es gibt keine Slots, leider. Du kannst nur einen Spielstand pro Switch haben. Das ist ein bisschen schade. Aber ach, okay. Das finde ich ja... Das ist ja wirklich schade. Ja. Müsste man mal gucken, ob man das im Emulator irgendwie anders... Mhm. Aber kannst du nicht, wenn du ein anderes Mii erstellst und dann damit... Oder musst du das... Also irgendein weiß Trick ich gar nicht so könnte genau. Es oder müsste es doch da geben. Guck also, doch mal ein, gib das doch mal ein und such mal danach. Dann also ich hab schon mal danach. Du hast schon mal danach gesucht. Aber nicht bei Emulation muss ich dazu sagen. Nee, gut, das, wer weiß, ob das da überhaupt geht. Und also, wenn du halt eine Switch hast, du kannst ja natürlich auch mehrere Konten quasi auf einer Switch erstellen, aber das gilt dann für alle Konten tatsächlich. Mhm. Mach doch mal ein paar Sachen hier, ja, dass wir mal ein bisschen was sehen können. Also hier könnte ich jetzt mein Zelt aufbauen, aber ich finde die Stelle nicht so toll. Ah, der Zeltinger. Das ist in Köln so ein bekannter Musiker, der auch ziemlich schräg ist. Mein Kumpel Fabian hat mal in der Zeltinger Band Schlagzeug gespielt. Und der Zeltinger, der ist ja so ein dicker Typ und gespielt auch immer gerne oben ohne auf der Bühne, ist halt so ein alter Rock'n'Roller irgendwie und er ist erstaunlicherweise schwul, das ist interessant, das glaubt man so gar nicht, ne? Bei manchen Menschen merkt man das ja und so und bei ihm ist das so, dass der ist irgendwie schräg, finde ich sehr lustig, sehr lustig. Ja, und der Zeltinger der macht halt auch immer so die Jungs an und Fabian ja auch. Ja, Fabian, muss man hier, kann ich mal dich anfassen und so. Er ist ja immer ein total krasser Typ. Okay. Junge, der Zeltinger. Ist doch eine kölsche Legende, ey. Aber muss man auch, also ist schon auch schräger Typ auf jeden Fall. Ja, das ist nochmal kurze kölsche Historie gerade. Genau. Ja. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt gerade mit meiner Aufmerksamkeit so ein bisschen mehr auf dem Spiel gewesen. Ja, ist ja wunderbar. Also wir haben jetzt quasi unser Zelt aufgebaut. Das ist ja alles, was zählt. Genau, das ist alles, was zählt. Im Moment. So. Jetzt sollen wir quasi für die anderen Dorfbewohner... Was soll man machen? Ich habe es nämlich nicht gelesen. Also, wir sind ja jetzt nochmal mit zwei weiteren Leuten hier auf der Insel. Und hier, Caroline, also sie ist wahrscheinlich auch auf der Suche jetzt nach einem Platz. Also du kannst, was ich bei dem Spiel richtig gut finde, du kannst halt selber aussuchen, wo die Häuser, Zelte der anderen stehen sollen. Das konntest du bei den anderen Teilen zum Beispiel nicht. Und ja, ist eigentlich ganz spannend, weil die ganzen Bewohnerinnen haben auch einen eigenen, also haben auch unterschiedliche Charaktere, so ein bisschen Vorlieben, was sie machen, wie sie sich geben. Genau, wie sie sprechen und so und da, das ist auch ganz cool, das ist auch sehr abwechslungsreich. So. Interessant, was war denn das Längste, was du am Stück mal gespielt hast hier? Kannst du ungefähr ein... Du meinst jetzt so am Tag? Ja, oder? So, da kommt doch bestimmt mal an extremen Tagen mal 8 Stunden am Stück zusammen. Mindestens. Oder? Also es war halt wirklich so, dass ich irgendwie um
Ja, keine Ahnung, das war halt Pandemiezeiten, um 11 Uhr oder so wach geworden, dann an die Konsole, gut, vorher mit dem Hund raus und dann irgendwann abends so um 4, als die Sonne schon wieder aufging, war ich dann... Geil. Bin ich dann... Burner. Ja, also, 15 Stunden oder so. Ja, irgendwie mehr, sowas, aber 16, ich meine, klar, zwischendurch mit dem Hund raus, eine TK-Pizza reinschieben, so, aber das war so meine extreme... Zeit. TK-Pizza, interessantes Thema. Also erstmal Aldi und Co. kannst du knicken. Es geht eigentlich nur Dr. Oetker. Also für mich, für meinen kleinen Backofen. Es gibt ja noch so andere neue Sorten. Genau. Die sind aber oft für den großen Backofen. Die sind oft für, da gibt es so eine Pizza. Ja, ja. Dann gibt es diese Bud Spencer. Das ist, glaube ich, diese Marke. Neulich habe ich irgendwie Bud Spencer und Terence Hill auf einer Pizzapackung gesehen. Mm. Das war auch krass. Aber die kann ich bei mir nicht machen. Die sind halt einfach zu groß. Ich finde, Dr. Oetker ist der Platzhirsch und mega geil. Mm-hmm. Die wie heißt sie nochmal? Calabrese? Diavola Calabrese heißt sie, glaube ich. Mm. Das ist die traditionale von Dr. Oetker. Die finde ich so geil. Ich bin nicht so der größte Auftaufpizza-Fan, weil Aldi und Co., die schmecken einfach nicht. Die kriegen das nicht hin. Und Dr. Oetker weigert sich, die Pizzen für Aldi zu machen, zum Beispiel. Also das ist auch interessant. Deswegen, andere namhafte Firmen machen ja für Aldi Sachen, ist ja klar. Ne? Dann ändern die so ganz leicht die Rezeptur, machen das vielleicht in der Herstellung ein bisschen Ja, du und verbesserte Rezepturen, das ist ja auch eine... Ah, verbesserte Rezeptur, ja, genau, das ist ja auch... Immer. Ja. Ne, da wird sie ja, glaube ich, bei den Aldi-Sachen, da wird die ja eher ein bisschen verschlechtert tatsächlich. Ne? Also, dass die in der Herstellung dann nicht so teuer sind. Ja. Und Capri-Sonne hat sich einfach dadurch verraten. Es gab ja lange Zeit Flipper bei Aldi, das waren Capri-Sonnen-Märzchen. Natürlich stand da nicht die Firma von Capri-Sonne drauf. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, so eine Firma. Ah, egal, auf jeden Fall. Die haben ein Patent auf diese Verpackung. Das heißt, alle, die diese Verpackung herstellen, werden verklagt. Und das heißt, daher ist es schon klar, dass die Aldi-Variante auch von Capri-Sonne stammte. Mhm. Da haben die sich quasi durch verraten, weil die Firmen geben das ja oft gar nicht zu, dass sie das für Aldi auch herstellen, unter anderem Namen. Oftmals dann diese eigenen Namen, die Aldi ja dann vorgibt. Ne? Mhm. Da können sie es nämlich natürlich so machen, dass sie andere Firmen dann beauftragen. Wenn es mit der einen nicht klappt, stellt es halt eine andere her. Und der Kunde merkt halt nichts im Grunde. Mhm. Ne? Das ist auch noch so eine Sache. Aber egal, ja, jetzt waren wir abgeschweift bei Aldi, ne? Genau. Zu Aldi. Also TK-Pizza, jetzt nochmal die Antwort. Was ist deine Lieblings? Ich finde die Marke, okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ah, perfekt, das funktioniert. Meine Lieblingsmarke, was TK-Pizzen betrifft, ist hier Gustavo Gusto. Diese großen, das ist so ein Start-up weiß ich jetzt gerade nicht. Die hatte ich auch einmal beim Nachbarn gemacht, weil mein Backofen zu klein ist, wie gesagt, und die war auch geil. Ja, also es ist ja wirklich so ein bisschen dieses Steinofen-mäßige und das schmeckt dann auch schon sehr anders als die anderen. Die Tomatensoße ist auch allein schon ein bisschen leckerer und so. Das ist mir da aufgefallen. Ja, der Teig und schon echt gut. Das schon echt gut. Aber gibt es die nicht auch mittlerweile in klein? Ich glaube, die haben so Piccolini-mäßig was gemacht. Ich muss dann nochmal nachgucken auf jeden Fall. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mache nicht so oft eine TK-Pizza. In der letzten Zeit, ich habe ja früher mit meinem ehemaligen Nachbarn Joni, haben wir das immer gemacht, aber der ist ja schon 2005 nach Indonesien ausgewandert und so. Und das war immer so die TK-Pizza-Zeit damals, 2001 bis 2005, das war immer schön. Und jetzt mache ich es nur noch vielleicht fünfmal im Jahr oder so höchstens. Aber ich will das mal wieder intensivieren, weil neulich habe ich mir nochmal eine Diavola Calabrese von Traditionale Dr. Oetker gemacht und dachte mir, ey, geil, so geil. Musst du auch mal checken, die Pizza. Die ist echt richtig gut. Mhm. So, wie ist denn der Stand hier? Was hast du gemacht? Ich sollte 10 Äste sammeln. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Tutorial-mäßig, dass du halt lernst, mit der Natur umzugehen. Mhm. Heißt, Früchte sammeln, Äste aufsammeln, Unkraut jäten. Du siehst ja ganz schön, dass ganz schön viel Unkraut auch noch, was du sammeln kannst. Kannst du aber auch, was ich so gesehen habe, was andere gemacht haben, kannst du auch ganz geil eigentlich einsetzen für so, was das Design betrifft. Wenn du es so ein bisschen, vielleicht naturbelassener haben willst, dass du dann zum Beispiel hier diese Dinger nimmst und die dann irgendwo anders hinpflanzt und so, ist ganz cool. Also da gibt es auch echt
es gibt auch so ein Tool quasi oder so eine, ja, Tool ist es nicht, aber es gibt die Möglichkeit, auf andere Inseln zu reisen und sich dann die Sachen von anderen, die anderen mal erstellt haben, da anzugucken. Ach, interessant. Das ist richtig cool. Es macht, also wie kreativ die Leute sind, das ist super spannend. Mhm. Manche haben dann wirklich auch so Themen wie, keine Ahnung, Horror, Halloween oder, ja, und dafür brauchst du aber natürlich eine Online-Mitgliedschaft bei Nintendo. Klar, und da kommen wir zu den Grenzen des Emulators. Da ist natürlich nur Local Play möglich, aber für jemanden, der ein bisschen für den Gelegenheitsspieler wie mich, ich finde das super cool, dass ich das überhaupt zu Hause spielen kann. Also das Online-Gedöns brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Mhm. Also klar, es ist ein großer Teil des Spielerlebnisses, muss man sagen. Für viele Leute ist es halt das Ding, online zu spielen mit anderen und dann Headset vielleicht auch und was weiß ich. Und mit anderen zu sprechen vielleicht auch. Mhm. Aber das brauche ich jetzt nicht so. Ich finde das cool, wenn ich ab und zu mal so ein Spielchen anzocken kann, Mario Kart ein bisschen und so, finde ich geil. Oder sowas werde ich vielleicht auch mal spielen, wenn die Delta-Variante uns alle in den Hintern liebt und es nochmal so einen Lockdown gibt, was wir alle nicht hoffen natürlich. Mhm. Aber ich habe mir jetzt einfach mal den Namen Utopia ausgesucht. Der ist mir jetzt ganz spontan eingefallen. Naja, ist jetzt auch nicht so kreativ. Utopia. Das ist aber, sonst hätte ich gedacht Naughty oder Horny Island. Ist aber auch Horny so. Island, ey. Oh Mann. Ja. Ich finde es gut, dass du im Grunde bist du ja, wie soll man das sagen, das Wort, was ich jetzt sage, ist sehr negativ besetzt, aber du bist ja im Grunde sexistisch. Das Wort ist ja ganz negativ, aber im Grunde heißt es doch nur, dass man gerne über, dass man über Sex spricht, oder? Nee, per Definition absolut nein. Es geht, glaube ich, wirklich um Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Das heißt wirklich sexistisch. Ja. Okay, ich dachte, dass das eigentlich eine ganz harmlose Bedeutung hat und so ein bisschen dann dafür verwendet wird. Mhm. Also es gibt es ja mit manchen Worten, die dann auch irgendwann im Duden offiziell die Bedeutung bekommen. Die wird ja teilweise dann auch umgeändert. Und so vielleicht war das ja hier auch mal der Fall, dass es umgeändert wurde oder so. Aber interessant. Ja. Aber was ich nur sagen will, ist, dass es ja wenige Frauen gibt, die einfach so gut klarkommen mit Sexhumor und die auch so gerne darüber sprechen und die auch so interessiert sind, auch an Details und weiß ich nicht was und so, das finde ich, das ist einfach außergewöhnlich und das macht Spaß einfach, das finde ich gut, du bist ja, das gibt es nicht oft, interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es das schon gibt, aber viele das halt nicht zugeben wollen, denke ich. Dass sie gerne so, aber dann gibt es das ja nicht, weil sie ja dann nicht so sind, weißt du, was ich meine? Ich denke schon, dass es auch was mit unserer Erziehung zu tun hat, ja, also da werden ja Mädchen anders erzogen, also so von der Sozialisation her, die weibliche männliche Sozialisation, ne? Und da werden die halt anders erzogen. Das habe ich auch so ein bisschen in meiner Bachelorarbeit aufgegriffen. Da habe ich über Masturbation über die weibliche Masturbation, eigentlich weibliche Selbstbefriedigung, weil der Ursprung des Begriffs Masturbation auch negativ behaftet ist, tatsächlich. Ja, das war ja immer so, was weiß ich, da hat man ja immer gesagt, dann kriegst du die und die Krankheit oder so ein Scheiß. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja absoluter Wahnsinn, was man so ein dabei ist ja, Sex ist der Grund, warum wir hier sind. Und es gibt eigentlich gar keinen Grund, das zu verteufeln, wie das verschiedene Religionen tun. Es ist so paradox eigentlich. Mhm. Ohne das wäre keiner von uns hier. Ja. Und trotzdem ist es immer so ein Tabuthema einfach. Das ist ganz, ganz, ganz schräg, finde ich das. Ja. Weil es nicht zusammenpasst. So. Nee, es passt doch. Es sollte viel offener damit umgegangen werden. Mhm. So viel, das ist ja nun mal ein großer Teil im Leben eines jeden einzelnen Menschen. Ja? Ja, ich sage, wie ich immer sage, in einem Video habe ich mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob das schon kam, in unserem Quiz war das, Quiz, wo du die Fragen gemacht hast, da habe ich gesagt, jeder Mensch ist ein männlicher Orgasmus. Ist es, ja. Jeder verdammte Mensch, den du anguckst, für den hatte jemand einen Orgasmus. Richtig. Und das ist so eine Erkenntnis, die ist eigentlich so klar und so normal, aber irgendwie auch wieder wow, schräg, wenn man mal drüber nachdenkt. Das ist so, ich finde das ganz interessant. Ja, und das ist dann auch egal, ob es halt beim penetrativen Geschlechtsakt passiert ist oder bei einer künstlichen Befruchtung.
den Orgasmus hatte jemand. Mhm. Ob das Sperma, das gibt, du kannst das Sperma, genau. Du kannst dich hier O-Zapft ist mit einer Nadel und das rausziehen. Glaube ich, oder? Doch, ich meine, das gibt es auch. Ja? Interessant. Ich glaube, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass auf anderem Wege das nicht möglich ist, kann das schon sein. Ich müsste es aber wirklich machen. Ich habe nur mal gesehen, dass die Pandas, die Tiere, die sind ja, da ist es ja so ein bisschen schwierig und so weiter. Und die haben dann, um Pandasperma zu bekommen und im Zoo dann eine Geburt, haben die dem das Sperma nicht aus dem Hoden entnommen, wie wir das jetzt so, sondern der musste zum Orgasmus gebracht werden mit so Elektroschocks oder sowas. Und deswegen geht das, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht. Also du könntest ja das Spermium, zumindest beim Menschen, aus dem Hoden entnehmen. Die Spermien. Vielleicht geht das beim Menschen und beim Panda nicht oder so. Vielleicht sind die Hoden da woanders beim Panda oder sowas. Weil die Hoden sind ja bei Menschen nur außen, weil es drin zu warm wird. Genau. Und vielleicht ist das bei Pandas andere Körpertemperaturen und sind die vielleicht in die Ahnung. Das ist möglich. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wer kennt sich mit Panda-Hoden aus? Genau. Wir brauchen dringend einen Panda-Hoden-Experte. Wo ist ein Panda-Hoden-Experte, wenn man ihn braucht? Das richtig. Mann. So, wo stehen wir? Du musst jetzt schlafen wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, damit können wir ja dann auch das Video, wo wir dann doch sehr viel abgeschweift sind. Ja, aber ich glaube, sehr. Das ist ja auch ein Spiel zum Abschweifen. Man macht da so eine Sache, es ist hübsch anzugucken, dann kann man philosophieren über Panda-Hoden und alles mögliche. Das ist schön. Ich gucke meistens auch dabei irgendwie YouTube-Videos. Oder siehst du, das ist ja wie so ein, wie die Sims ist ja auch so ähnlich wahrscheinlich, oder? Oder geht's da mehr, ist da mehr Action? Bei Sims ist, glaube ich, ein bisschen deutlich, ist schon mehr Action. Da kommt drauf an, ne? Wenn du jetzt irgendwie 5 Leute zu versorgen hast, dann schon, schon. Dass er jetzt lädt, jetzt haben wir ein blödes Bild. Oh, guck mal hier, der Hundi. Ja, der ist cool. Ja. Mhm. Also, das war hier Animal Crossing. Ja. Ja, sehr gut, Laura. Es war eine sehr schöne Unterhaltung. Ich hoffe, ihr seid durch unsere Unterhaltung auch unterhalten worden. Mhm. Und kann man noch irgendwas mit dem Wort unterhalten machen, ein Wortspiel? Nee, mir fällt keins ein. Daher sagen wir Tschüss. Mach's gut.